Servus, Salve und Hallo. Es ist Mittwoch, wir haben den 14. September und es ist 17:38 Uhr. Was sich viele Leute immer wundern, dass ich die Uhrzeit dazu sage, das ist eine BaFin-Vorschrift. Das ist nur mal zum Sagen, also das mache ich nicht aus Spaß. Das muss ich machen. Heute, wie gesagt, ist Mittwoch. Am Freitag gibt es keinen Film, den gibt es, ich hoffe, dass ich durchkomme, am Sonntagabend, denn ich bin in Mittelerde, sprich Frankfurt, weil mein Bruder hat Geburtstag und ich habe meinen am 16. An seinem Geburtstag habe ich mein 35-jähriges Börsenjubiläum. So sah das früher aus. Und so waren die Frisuren damals. Gruselig. Ja. Wir können ja mal, das war jetzt von 89, das Bild. Da sind wir irgendwie mal 6% gestiegen. Da war der DAX 1472. Wir können mal spaßeshalber hier schauen, ob er diese Werte noch kennt. Also es sind einige nicht mehr dabei. Ja. Hypo und BV ist nicht mehr. Ja. Und Karstadt Kaufhof war auch nicht mehr. Mannes Vodafone und so weiter. Aber das war wirklich interessant. Ich habe das geliebt, da zu stehen. Das war klasse. Und das ist jetzt 35 Jahre her. Also das Bild nur 33 Jahre. Und das sagt mir auch, dass in 4 Wochen vor 35 Jahren war der große Crash. Da wurde der Dow Jones um 25% erleichtert in einer Sitzung. 35 Jahre ist es ja. Ein Wahnsinn. Nun gut, was haben wir hier? Das ist der DAX auf Tagessicht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Gap hier bei 13.544, das haben wir geschlossen. Das heißt, diese Bewegung hier ist eigentlich komplett sauber. Da ist jetzt nichts mehr offen und ich meine, hier drüben war auch nichts mehr offen. Also von wegen Gaps ist da jetzt nicht mehr so viel, außer hier hinten ist noch was. Aber so in näherer Zeiteinheit ist nicht mehr viel. Wir sind kurz auf die Technik geblickt. Wir sind hier wieder negativ über die Stochastik. Wir werden wieder ein bisschen weicher über das MACD. Wir schließen leicht unter der 20-Tage-Linie, das ist die 13.083. Wir sind hier neutral. Trotzdem, wir haben am Freitag den großen Verfalltermin. Der kann hier locker 300 Punkte, 400 Punkte hochgehen, genauso wie er fallen kann. Und dieses Bild, ich mache es mal hier größer, das sieht man momentan, das hat jemand gestern auch auf YouTube geschrieben, das sieht man häufiger. Das sieht im Gold so aus, das ist im Index so, Nasdaq ist auch nicht viel anders. Das ist halt ein absteigendes Dreieck. Ja, also ich persönlich gebe da nicht so viel drauf, aber diese Unterstützung muss ich ernst nehmen. Da sind wir bei 12.380. Die muss ich ernst nehmen und hier ist der Downtrend, der auch schon drei Berührungspunkte hat, von daher wirklich als legitim gilt. Der kann einen hier hin und her springen, so wie er es gestern gemacht hat. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass wir jetzt dann gleich dann, was waren das denn, 500 Punkte gestern verlieren. Ich dachte, na gut, 300 hätten sie auch getan. Aber nee, die Leute werden nervös, die Bänder werden enger und ich gehe davon aus, wir bleiben erstmal innerhalb des Bandes für die nächsten paar Handelstage. Aber wenn ich jetzt mal, das ist das, worauf ich momentan gerne achte, das ist der 4-Stunden-Chart. Und was mich hier nach wie vor davon überzeugt, dass der Markt nicht sauber ist und dass er eher weiter angeschlagen bleibt, sind solche Sachen. Wie eine Sisyphusarbeit. Ich mache das mal hier raus. Der müht sich hier ab und zu steigen. Klack. Sofort eins auf die Nase. Hier auch mehrere Kerzen. Klack. Runter. Hier auch, das sind 1, 2, 3, 4 Kerzen. Eine vernichtet das alles. Wir wieder auch mehr. Schon wieder. Jetzt haben wir das auch wieder. Also der bleibt nach wie vor angeschlagen. Das ist, glaube ich, recht offensichtlich. Ich wüsste auch nach wie vor nicht, was den Markt irgendwie, sagen wir mal, Richtung 15.000 bringen sollte. Fällt mir kein Grund ein, also kein logischer. Das heißt, nach wie vor bleibe ich hier recht vorsichtig. Die Sparfonds laufen normal. Aber ich versuche hier möglichst wenig Positionen über Nacht oder übers Wochenende zu haben. Ich habe folgende zwei Scheine gemacht. Von denen es sind, man hört und staune, wieder 55.000 Stück. Das ist eine Menge. Ich habe den hier genommen als Call. 12.474. 12.000, Moment, jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Tag. Dann sieht man es besser, warum ich das mache. So, und dann komme ich her. So, 12.474. Ja, da liegen wir hier unten an dieser Unterstützung dran, aber unter dem Band, unter dem letzten Tief. Also da hat man, der muss gestopft werden, unter dem letzten Tief bei 12.600 muss er gestopft werden. Es gibt im Moment keinen Grund, den zu kaufen. Das ist nur mal, wenn wir aus heiterem Himmel 300 Punkte nochmal verlieren, dann kann man sich den hinlegen und schauen, wie der sich dann verhält. Aber nochmal, wenn der hier drunter geht, dann habe ich erst bei 11.500 was. Dieser 12.474er Call hat im Moment einen Hebel von 22 und heißt GK73SF. Bei dem Put bin ich bei 12.724.
Da bin ich also ungefähr hier oberhalb des oberen Bandes, oberhalb von diesem Trend. Den werde ich mir anschauen, wenn wir hier ein bisschen höher gehen, werde ich mir anschauen, ob ich den dann reinnehmen kann. Das ist die GK9 BFA und hat momentan einen Hebel von 19. Gut, ich finde ihn im Moment neutral. Ich halte Bewegungen von 100 oder 150 Punkten nach oben oder unten. Das hatten wir nämlich vorhin auch schon wieder hier. Gehen wir mal auf den 10-Minuten-Chart. Ja, das sind hier auch schon wieder über 100 Punkte. Den hatten wir auch schon gerade eben. Gehen wir über die 13.060. Das ist, wo ist mein Fadenkreuz? Das ist eine interessante Geschichte, weil hier diese ganze Linie hier, und ich zeige dir die mal ein. Klack, klack, hier. Ja, bisschen höher. So, das ist die 13.063. Wenn er da raus ist, haben wir auch wieder Platz, locker bis zu 13.100. Das sind jetzt für den Abend nochmal 40 Punkte, das ist nicht viel, ja. Aber dann hat er auch erstmal das kurze Band vor sich, aber 10 Minuten schaue ich da nicht so drauf. Dann hat er also locker Platz hier in dem Bereich 13.150. Gut, also wie gesagt, Sonntagabend gibt es erst den nächsten Film. Ich wünsche mir einen schönen Geburtstag an der Börse und wünsche euch alles Gute, Happy Trading und fette Beute. Bye bye.